Franck Ribéry vom FC Bayern und Real Madrids Karim Benzema wird Sex mit einer minderjährigen Prostituierten vorgeworfen. Am ersten Verhandlungstag am Dienstag in Paris beantragte der Rechtsanwalt von Ribéry, die Verfassungsmäßigkeit des Verfahrens zu prüfen. Die beiden Profis selbst waren nicht anwesend, dafür aber ihre Anwälte. Exactement. Karim konnte seine eigene Version der Dinge bisher dem Gericht gar nicht vortragen, aber das ist kein Problem, das machen wir dann im Januar 2014. Benzema und Ribéry sind zwei der acht Angeklagten, die 2008 und 2009 die damals unter 18-jährige Sahia Dechar für Sex bezahlt haben sollen. All das war eine weitere Tortur, die sein persönliches und familiäres Leben gefährdet hat. Nach all dem, was Franck durchmachen musste, hat er eine neue Balance gefunden, die ihm geholfen hat, ein unglaubliches Fußballjahr zu haben. Die Gerichtsverhandlung wurde nun in den Januar 2014 verschoben, aus verfahrensrechtlichen Gründen. Beide Anwälte glauben aber weiterhin, dass es sich um eine verfassungswidrige Anklage halte.